Und damit wieder ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge von The Elder Scrolls Online Tamriel Unlimited mit eurem Gaborasaro The First und Talos Riokar. Schönen guten Tag, Herr Riokar. Guten Abend, Herr Gabro. Stimmt, hast recht, aber ich wollte gerade sagen, wieso nennt er mich denn bei meinem richtigen Namen? Ja, ich heiße ja auch hier in dem Spiel so. Das hatte ich irgendwie übersehen gehabt. Na gut. So, ich weiß wie immer nicht, was wir in der letzten Folge getan haben. Oder doch, wir waren irgendwie. Boah, was haben wir nochmal in der letzten Folge gemacht? Wir haben die kleine Guar-Herde wieder eingesammelt. Ach, Guar, stimmt. Ich habe immer noch nicht herausgefunden, wonach die Dinger aussehen. Immer noch nicht. Aber ich weiß, dass die mich an irgendetwas erinnern. Ich glaube an dich. An mich? Ja, an dich, wie du so draußen in der Wildnis immer rumläufst. Das kann sein, ja. Ja, ja, doch. Absolut. Jetzt, wo du sagst, fällt mir die Ähnlichkeit sofort auf. Ja, ja, du kannst dich ja. Na, kann gar nicht sein, weil du kannst dich ja nicht im Spiegel sehen, weißt du? Okay. Ja, dafür fehlt dann der Intellekt. So, okay. Genug, ja. Ich kriege bestimmt auch hier nochmal mein Fett weg. So, was brauchen wir denn jetzt? Wir sind am Scheideweg. Stimmt, wir haben mit der, wie hieß sie nochmal gleich? Die Erdwender, genau, die Ära Erdwender. Und wir müssten uns jetzt entscheiden, ob wir der Rana an den Docks helfen oder Darch an der Feste. Genau. Hatten wir uns schon für irgendetwas entschieden? Noch nicht. Ich glaube, was wir nochmal machen können, hier oben ist so eine kleine Markthalle. Dann kannst du nochmal, du wolltest da nochmal verkaufen. Eine Markthalle? Und vor allen Dingen kannst du hier deine Zutaten auch loswerden. Loswerden oder? Also, ne, selbst was machen, wenn du möchtest. Okay. Wen haben wir denn? Denk durch Bauch. So wie ich es sehe, hat die Welt. Ach, das ist so ein Schmieden. Okay, ja, ich sag jetzt erstmal hier lebt wohl. Schmieden. Webt einen Korb. Was haben wir dann hier? Manche schenken ihren Glauben. Ein Rüstungsmacher haben wir dann hier. Was ist denn hier noch alles? Habt keinen Webstuhl? Was? Ich webe Stoffe, während ich meditiere. Hat keinen Webstuhl. Okay, das ist also die Schneiderin. Was gibt es denn hier alles? Das ist dann wahrscheinlich der Waffentyp, ne? Jo, der Waffenschmied. Genau. Was? Muranatepa. Hölzerne Wunder. Okay, das ist der Schreib. Mein Gott, wie viel gibt es denn hier? Ah, das ist ja hier nochmal dieser Verzauberungstisch. Genau, hier kannst du dann wieder welche von deinen Klamotten. Verzaubern, ne? Leicht gemacht. Bunach. Das kann denn Bunach verzaubern. Okay. Wie viele gibt's denn hier? Ich hab hier schon wieder die Hälfte vergessen. Okay. Steht in Gedanken. Ein wenig hiervon. Alchemie. Ach du Jemine, hier gibt es viel zu viel. Schreinerin? Es gab doch gerade hier schon einen Schreiner, oder? Nee, eine Schneiderin gab's eben. Ja, und das. Na, oder? Und das andere, er hier war doch. Wer war das hier nochmal? Er ist auch hier Schreiner, deswegen. Was ist denn? Hier ist nämlich noch ein zweiter Schreiner, er hier. Achso, ja, kann sein. Ja. Okay, gut, ich kann hier anscheinend sehr viel machen. Viel zu viel. So, wo kann ich jetzt meine Sachen loswerden? Erzähl mal. Oder verzaubern? Ich habe ja noch so ein paar Dinge. Du kannst hier an diesen Verzauberungstischen, da kannst du wieder deine Glyphen. Ja. Ne, du kannst, keine Ahnung, hier mit den Runensteinen kannst du deine Glyphen fertigen. Ja, ich werde jetzt auch einfach mal wieder was machen. Ist egal. Wenn du da ein bisschen Platz hast, dann gebe ich dir noch die ich habe. Dann können wir uns da so ein bisschen aufteilen, da kannst du mir... Keine Ahnung, wenn du Erz hast oder so, dann könnte ich ein bisschen schmieden. Ja, kriegen wir alles hin. Dann teilen wir uns das. Herstellen. Was? Euer Inventar? Nein, ich kann noch nicht mal herstellen, weil mein blödes Inventar voll ist. Ja gut, dann du kannst ja auch verkaufen. Dann muss irgendwie etwas los. Nein, ich muss sobald ich das ist jetzt doof. Hier, was habe ich denn? Kann ich denn irgendwie die Suche eindämmen oder muss ich jetzt hier echt Stückchen für Stückchen nach dem Erz suchen?
Warte mal, das müsste eigentlich unter Verbrauchsmaterialien. Ja, das ist unter... Das ist natürlich noch eine ganze Menge, aber... Eisenerz habe ich. Ja, das war's dann auch schon. Das Blöde ist immer nur, ich möchte eigentlich... Weißt du was, ich... ich will jetzt hier eigentlich nicht die ganze... eigentlich will ich hier nicht die ganze Zeit rumlatschen und hier irgendwelche Sachen ausprobieren und dann irgendwie eine Folge mit 30 Minuten voll kleistern. Wie machen wir das? Erzähl mal, vielleicht hast du ja eine wunderbare Idee. Du solltest auf jeden Fall mal ein bisschen irgendein Kram wirst du ja verkaufen, wenn du mit ein bisschen Inventarplatz hast. Ja. Und dann kommen wir ja, keine Ahnung, so nebenbei immer ein bisschen was. Genau, stimmt. Aber ich kann ja bei den Leuten was... Ein, zwei Missionen machen, dann suchen wir uns hier so ein... Ne, wie gesagt, solche Markthallen gibt es ja überall. Ja. So, ich verkaufe jetzt einfach mal was. Ist ja egal, ich habe gefühlt eh keine Ahnung, wofür ich die Sachen erstmal gerade brauche. Okay. Deswegen... machen wir Sachen, die irgendwie nicht so aussehen, als ob ich sie gebrauchen könnte. Okay. Das, brauche ich auch nicht. So, jetzt habe ich ein bisschen Platz. Hoppala, ich wollte gar nicht springen. Warum ist der gesprungen? Jetzt kann ich nämlich hier ein wenig an dem Verzauberungstisch. An dem Verzauberungstisch kann ich nämlich jetzt ein wenig... Ach so, das habe ich jetzt schon. Okay, dann herstellen. Okay, was habt ihr? Ihr habt folgende Runen übersetzt. Feuer und Erlesen. Ja, dann, ich habe leider nicht mehr. Wie viel habe ich denn jetzt im Inventar? Was will ich denn jetzt hier verkaufen? Okay, ich muss noch gucken, dass ich hier ein kleines bisschen verkauft kriege und dann können wir auch sofort weiterlaufen. Ja, ja, ich bin hier an der Schmiedestelle. So, das brauche ich nicht, das brauche ich nicht. Rüstungen. Den Knochenkram brauche ich nicht. Dieser Gegenstand kann nicht verkauft werden. Okay, dann nicht so ein Dreck. Verbrauchsgüter, Schlückchen, versiegelte Urne, genau. Ich habe noch ein Rezept. Ich habe wieder so wenig Platz. Ich habe so wenig Platz. Verschiedenes? Läuft das nicht unter... was haben wir denn da? Angenagter Knochen, weg damit. Insektenstücke. Ich habe so viele Insektenstücke. So viele Insektenstücke? Ja, ich habe 47. Unbedeutende Glyphe der Ausdauer. Was kann ich denn hiermit wieder machen? Verdorbenes Fell. Ach, weg damit. Und Würmer auch, weg damit. So, jetzt habe ich zumindest 13 Platz. Und dann lass uns jetzt mal weiterlaufen. Wir sind jetzt hier schon fast wieder 10 Minuten hier nur am rumkleistern, weißt du? So, also ich bin grundsätzlich dafür, dass wir der Rana an den Docks helfen, weil soweit ich mich erinnere, sagte doch auch die Ära Erdwender, dass Rana an den Docks grundsätzlich eine schlechtere, also sie kann da wesentlich eher angegriffen werden als Darsch an der Feste. Ja, genau, stimmt. Du darfst aber natürlich gerne Gegenargumente dafür hervorbringen. Nö, wir können ruhig Rana nehmen. Oh, bitte. Ja, mir fällt gerade auch ein Gegenargument ein. Natürlich, komm, lass uns Rana nehmen. Ja, alles klar. Ich bin sofort dabei. Ja, gut. Siehst du? Oh Gott, helft... Haben wir uns beide entschlossen. Vor allem hier oben steht, helft Rana an den Docks, dann nehmen wir sie und hier steht auch noch tiefer. Was soll denn diese Scheiße? schön. Schön schweinisch. Okay, den werde ich nicht angreifen. Das ist so... So mein inneres Gefühl sagt mir, ich sollte es tunlichst lassen. Ja, ja. Das innere Gefühl. Ja, das innere Gefühl. Ich weiß nicht, woher es kommt. Aber es wird wohl seine Berechtigung haben. Ja, ja. Okay, so, helft Rana an den Docks. Dann werden wir das mal machen. Hoffentlich kommen noch zwischendurch mal ein, zwei Gegner, weil das macht nämlich... Guck mal, hier vorne. Wer liegt denn hier? 11 Sprünge. Das Bündnis ist über die Docks hergefallen. Wir haben versucht, uns zu ergeben, aber sie wollten keine Gefangenen.
Viele von uns wurden aufgeschlitzt und ins Wasser geworfen. Gibt es Überlebende? Ein paar. Wir sind verstreut. Einige haben sich im Inneren verbarrikadiert. Aber die Dolche haben einfach alles angezündet. Ohne diese verrückte Dunkelelfin wäre ich Futter für die Fische. Okay. Ihr könnt jetzt nicht nach ihr suchen. Fische aus den Docks sind in der Windmühle gefangen. Rettet sie, bevor sie verbrennen. Ich hole sie da raus. Aus der Windmühle. Ah, da hinten. Befreit die Fischer. Genau. Dann wollen wir sie doch jetzt endlich mal hier befreien. Die muss endlich es doch mal. Ja, endlich die mal. Fischer. Die armen Fischer. Oh, die Docks. Haben wir denn die Docks von Balfoyen? Hatten wir ja schon mal getroffen, ne? Ja. Ja, oh. Ja, da waren wir schon mal. Ein Gegner. Ach, ich kann ja mal hier wieder... Oh. Oh. Wieso ist er denn schon weg? Ah, der konnte nix. Ja, scheint so. So, also irgendwie da oben zur Windmühle. Genau. Ja, da sollten wir doch ganz leicht hinkommen. Hier draußen sind keine Gegner, aber ich will einmal schauen, ob hier eine Schatztruhe oder so ist. Hä? Was? Na, ein Fass. Ein leeres Fass leider. Zumindest bei mir. Ja, Fässer, die Fässer, scheinen leer, tatsächlich leer, alle leer, leer, leer zu sein. Schade. So, ja, aber jetzt bin ich dann beruhigt. Jetzt habe ich zumindest einmal alles mir angeguckt. Mhm. Alles klar, dann befreien wir mal die... Hä? Windtürriegel öffnen. So. So, und jetzt bitte hinein. Was? Da stand... Feldwebel seine. All zu den... Was? Haben wir sie jetzt schon... Hätten wir hier gar nicht reingemusst? Ja, haben wir sie schon rausgeholt. Wir hätten hier gar nicht reingemusst, ne? Na, super. Nö. Wir müssen nur quasi nur die Tür aufmachen. Ja, oh, wie? Na gut. Egal. Askar. Askar? Hast du einen Auftrag von uns? Ja, okay, wir gehen zu seine. Nein, die hat nichts Spannendes zu erzählen. Okay. So, mal schauen. Wo geht da? Helft Feldwebel an der Seine? Und die Plantage. An der Seine. An der Seine sollen wir euch helfen. Ja, ja. Ja, ja. Ja. Ja! So, haha, ich hab auch noch. Haha, hab ich hier. Mach's mal schneller. So, erstmal hier meinen Freund holen. Oh, ein Gegner. Wuhu! Zack, das haut ihn direkt von den Socken, wenn wir kommen. Auf jeden Fall. Und zack. Okay, wenn jetzt hier gerade so viele unterwegs sind, lässt sich das hier gerade ziemlich easy handeln. Ja, eigentlich schon. Aber soll mir recht sein, soll mir recht sein. Eisendolch der Flamme nützt mir nichts. Tudu. Bist du ein Gegner? Nee, der steht ja nicht. Ah, ach so. Hä? Ach so, weil du gerade hinter ihm standst, sah das so aus. Ja. Helft mir, diese Dolche abzuwehren, während die Fischer fliehen. Ja, natürlich doch. Wir geben unser Bestes. Mir geht es gut. Findet Trünhild und Rana. Wir sind auf der anderen Seite der Docks. Achso, jetzt sollen wir ihr doch... Trünhild und Rana, okay. Auf der anderen Seite. Was ist denn das? Da, hier auf dem Boot waren wir doch schon. Naja, ja, gut. Ja, genau. Stimmt, da gab es ja dieses, dieses Diebes... Diebesgilden... Gut, was wir nicht mitnehmen können, weil ja, genau. Wir das DLC nicht haben. Weil wir das Deals. Ah ja, stimmt. Ja. So Eisenachs brauche ich auch nicht. Da hinten waren noch ein paar Gegner. Laufen wir hier überhaupt in die richtige Richtung? Ja, es scheint wohl so. Drunhild. Ich fiel neben Hauptmann Rana. Sie verbarg mich hier und rannte dann auf das Schiff. Sie ist hinter dem Kommandanten des Bündnisses her. Er ist für Ödfels verantwortlich. Ich werde ihr helfen. Lasst sie nicht alleine sterben. Kämpft gut und tötet diesen Bastard. Leb wohl. Hast du gehört, was wir machen sollen? Wir sollen natürlich den Bastard töten. Und zwar richtig. Und zwar voll... Voll halt. Ja, irgendwie fiel mir gerade nichts Gutes ein.
Wo bist du denn jetzt? Rennst du in die falsche Richtung? Ach, da nö, nö, da war halt einfach nur, ne? Genauso wie jetzt hier auch. Da war noch ein Gegner. Ja, ja. Woo! So, was haben wir hier noch? Eisenstreitaxt, alles nichts, was ich gebrauchen kann. Verdammt. Oh oh, auch ein Magier. Oh, ich freue mich einfach, ich freue mich schon richtig, wenn ich mal hier richtig vernünftige Zauber gelernt habe. Ja. Und das so richtig Boom einfach macht. Boom, sagst du? Genau, Boom. Ich falle hier garantiert gleich runter. Und yes! Ach, wie befriedigend das hier doch ist. So. Zu zweit sind wir einfach ein unschlagbares Team. Ja, Hauptmann Rana, vor allem, warum? Wie hat die das bis hierhin wieder geschafft? Egal. Der Kommandant dieses Schiffes ist derjenige, der das Massaker auf Ödfels anordnete. Dieses Schiff wird sein Grab werden. Wo ist er? Unter Deck. Folgt mir. Leb wohl. Folgt mir, leb wohl. Ja, dann mal rein mit uns. Rein König da. Kasimirs Stolz. Okay. Das ist aber nicht König Kasimir, ne? Nochmal mit Hauptmann Rana reden, wahrscheinlich. Die Bretonen sterben hier. Seid ihr bereit? Ja, sind wir das? Ja, wir sind doch bereit, ne? Da kommt oh, das! Wow. Ich hab ja noch niemals Ja gedrückt. Oh, Entschuldigung, mein Fehler. Ich mach den... Mal erstmal den Magier hier. Ja, ich bin hier. Keine Ahnung, wen ich hier gerade mache, um ehrlich zu sein. Du holst dir gleich den Endboss. So. Naja. General Fette. Toll, er hatte 3 Gold dabei. Was ist denn das für ein General? Jo, ich hatte auch leider nur 3 dabei. Ist hier sonst noch. Weil wir sind jetzt hier einfach durchgelaufen, weil hier kann man ja, nochmal lang. Aber hier die Türen scheinen nicht aufzugehen. Fässer. Was? Hier konnte ich doch was stehlen. Was konnte ich denn hier stehlen? Beeren? Apfelkorb? Ah, alles klar. Ah, ich habe das Seegras aus dem Fass geklaut. Ja, ich habe jetzt Äpfel mitgenommen. Hat keiner gesehen. Ich weiß nicht. Wie, die Türen hier gehen echt nicht auf? Nö, da kommen wir leider nicht weiter. Wir können nur noch wieder raus. Ah, na super. Na, oder vielleicht nochmal mit Rana reden? Vielleicht sagt sie ja noch irgendwas. Geht. Wir treffen uns an den Docks. Ja. Verpiss dich. Ja, herrlich. Verpiss dich. Und bist noch hier? Habt ihr doch schon vor 3 Stunden gesagt, du sollst zu den Docks. Echt? Mann. Was hab ich überhaupt für so... Ich hab ja... Hast du mal meine Schuhe gesehen? Das sind hier voll die Gummistiefel, die ich hier anhabe. Naja, gut. Ja, guck mal, ich hab Flipflops an, ja? Das ist so verrückt. Gummistiefel und Flipflops. Oh Gott, wie bist du... Oh, schön. Was für Helden. Also ohne meine Gummistiefel gehe ich... Genau, ohne meine Gummistiefel gehe ich nicht aus dem Haus, doch. Okay, wo müssen wir... Wo ist sie denn? Da sprecht mit... Zarathustra oder so, ne? Zarathustra? Ja, kennst du? War das nicht so ein Pyramidentyp? Nee, Zarathustra war doch ein Philosoph, oder nicht? Irgendwie sowas, nein, aber da kommt... Das ist, glaube ich, so ein Theaterstück. Da gibt es dieses... Ja, das kennt man doch. Und davon. Ja, das kennt man auf jeden Fall. Ja, sag ich hier. Wir haben es euch zu verdanken, dass das Bündnis aus den Docks vertrieben wurde. So. Der Pakt schuldet euch etwas. Der Pakt schuldet uns was, ja. Geld. Haben wir es geschafft? Es ist wie die Sonne auf euren Schuppen, nicht wahr? Wir haben diese Docks fast verloren. Alle hier wären ohne euer Eingreifen gestorben. Ich danke euch. Leben zu retten ist nie ein kleiner Sieg. Dann Quest abschließen. Was erhalten wir? General Fettes Bienenhändler. Geht nach Wacht und sprecht mit ja, Olgo. Der ist für mich. Stellt das sicher, finde ich dass gut. Sie bezüglich des Endlich mal was für mich. Sind. Ich werde mit Holgun sprechen. Nein! Ach Mist, jetzt habe ich auf Leb wohl gedrückt. Wollte ich gar nicht. Ich weiß. So, wie kann ich helfen? Ich werde mit Holgun sprechen. So, jetzt haben wir es doch. Okay, ja, ich kann mit dem Schwert eigentlich... Ja, dadurch, dass ich eigentlich nur Magie machen will... Naja, nützt mir das leider gar nicht so viel. Ist egal. Du kannst es ja annehmen und ich werde es verkaufen.
Ja, das ist ein... ja. So, eine Warnung für Davons Wacht. So, ich schau mich mal ganz kurz hier nochmal ein bisschen auf. Ja, ja, ich wollte mich nur einmal kurz schon mal auf dem Schiff hier nochmal ein bisschen umsehen. Das ist ein Riesending, ey. Ob es hier vielleicht noch irgendwie was geben möge. Vielleicht irgendwelche Schatztruhen. Oh, was ist denn das? Schatztruhen. Ach, da hier, ah, okay, hier war oben die Himmelsscherbe. Wir waren also auch schon... Alles klar. Ja. So, den Schrein hatten wir da hinten schon erledigt. Wohin müssen wir denn da? Sprecht mit Holgun. Jetzt weiß ich, wo lang. Was guckst du? Ich habe nur einen Ring gefunden, den stecke ich mir jetzt an. Bitte was? Was? Wo hast du denn einen Ring gefunden? Irgendwo in der Kiste so einen einfachen Granatring, aber bringt halt quasi, okay, ne? Ja, ich müsste eigentlich auch mal, ich guck mal auch mal eben ganz kurz, weil ich habe, obwohl ich habe eigentlich sonst rüstungstechnisch eigentlich gar nichts. Wobei ich auch noch einen linken und einen rechten Ringfinger zur Verfügung hätte. Naja. Gut, dann einfach mal auf nach, sprecht mit Horgun. Nee, Holgun. Nicht Holgun. Holgun. Naja, fast. Ah, ich bin echt froh, wenn wir... Du bist nicht Holgun, bist du schon wieder weitergerannt hier? Oh, ich hab dich voll aus dem, ja. Ja. Oh, nicht mal warten, ja. Ja, warte, so. Ich hab doch gesagt, sprech mit Holgun. Und Zischverrück. Ja, und miau. Weg ist er. Ich bin aber heilfroh, wenn wir irgendwann unsere Pferde oder keine Ahnung was haben. Ich guck nochmal kurz. Pferde sind schon sehr nützlich. Ja, weil dann, also das Laufen, wir sind zwar ein bisschen flott unterwegs, also es geht, aber es dürfte gerne schneller sein. Zumindest so ein bisschen. Vor allem, wo ist denn dieser Holgun? Irgendwo da oben. Oh, violetter Tintling. Bis jetzt noch nie aufgenommen. Nein, du hast doch keinen violetten Tintling? Nein, ich hatte noch keinen violetten Tintling. Kein violetten Tittling. Ja, kein violetten Tittling. Mann, deine Tittlings sind aber ganz schön violett wieder heute. Ey, ist richtig blau, ich sag's dir. So, wer ist denn Holgun, ha? Oh, ein Ladebildschirm. Also nach Steinfälle. Also entweder... Ach, stimmt, hat er nicht gesagt, wie so Holgun war in Davons Wacht, ne? Ja, irgendwie so. Der Ascheregen der Vulkane des Veolithgebirges und des großen Aschbergs selbst ist für Steinfälle sowohl Segen als auch Fluch. Düngt er doch den Boden, wo das Land nicht zu auszutrocknen ist. Und den Rest habt ihr bestimmt selber gelesen. Ach so, das ist jetzt hier ein ganz neues... Warte mal, jetzt gucke ich mal auf der Karte. Ah, da oben war... Nee, hä? Doch, wir sind jetzt hier im neuen Abschnitt. Wir sind jetzt quasi, warte mal... Ja, ich weiß nicht, ich gucke gerade auch hier ein bisschen auf der Karte, aber ich werde daraus nicht schlau. Aber das mach mal einen Rechtsklick, dann hast du es ein bisschen größer, dann siehst du, wo wir jetzt sind. Ja. Ne, wir sind jetzt quasi von, warte mal, wo war das hier, von Balfoyen, genau, zu Steinfälle. Boah, aber Steinfälle. Und Steinfälle ist schon ein bisschen größer jetzt. Das ist ja mindestens das 7- bis 8-fache. Ja, kommt hin. 1, 2, okay, dann mal auf wie. Warte mal. Ja. Hatten wir noch ein anderes? Nee, wir hatten nur noch das Quest, ne? Ja, aktuell, also hatten wir wirklich nur das Quest noch. Leider. Ja, ich laufe wieder zurück. Wir sollten ansonsten vielleicht nochmal gucken, ob wir vielleicht irgendwo was verkaufen können oder so. Verkaufen? Wieso ein Verkaufen? Damit wir ein bisschen mehr Platz haben. Also ich habe jetzt noch 11 Dinger und ich sammle gerade, wie schon gesagt, sowas wie Äxte oder so, nehme ich jetzt gerade nicht mehr mit. Ansonsten können wir das folgendermaßen machen. Wir nehmen jetzt noch ein ganz kleines bisschen auf, machen dann einen kleinen Break und dann können wir ja mal ganz kurz in Ruhe die Sachen verkaufen. Genau. Ist auch grundsätzlich besser, also ist dann nicht zu langweilig für die Zuschauer. Ja, genau. Das ist ein sehr guter Einfall, wie du... Musst schon wieder die armen Netschkühe hier angreifen. Ja, es ist zumindest eine Kuh. Na. So. So. Ah, da sind wieder Guars. Ja. Ich will so gerne auf so ein Guar klettern. Das geht doch bestimmt.
Obwohl, das sind, glaube ich, eher Lastentiere, wurde ja gesagt. Sind eher Lastentiere, ja. Schade. Krähenwald sprecht mit Holgun. Krähenwald, ich will einmal nur ganz kurz gucken, ob... Krähenwald ist, ja. Genau, da können wir mal hingehen, so ein bisschen in die Richtung, müsste hier vorne gelenkt sein. Ich glaube, das ist so ein kleines... Oh, das hier war nochmal ein Text. Neues Buch entdeckt. Ah, ja. Wollte ich gar nicht. Ich hatte eigentlich gedacht, ja, du, dass ich... Der Skaldenkönig. Ja, ich dachte eigentlich, ich könnte hier Holz hacken. So, ja, dann den Krähenwald. Du wolltest irgendwas Spannendes dazu sagen? Krähenwald ist, glaube ich, so eine kleine Mehrspieler-Area. Okay, also hier ist schon mal nicht der Krähenwald. Wo es ein paar Quests zu machen gibt, wo wir ein bisschen leveln können und sowas. Das ist quasi ein Alid. Da ist ein Ali. Wo? Da ist ein Ali. Ah ja, die greifen dich auch an. Ja, ich hab's aber zuerst angegriffen. Mal gucken. Zerstörungsstab, Rang 6. Stimmt, dann kann ich, glaube ich, jetzt sogar leveln, meine ich. Aber das schaue ich mir später an. Gut, weiß ich nicht. Wollen wir jetzt zum Krähenwald oder wollen wir jetzt zu Holgun? Wohl Holgun ist ja immer noch nicht hier. Holgun ist... Ehrlich, wir laufen schon 4 Minuten nur vom Eingang des Gebietes wieder hierhin, nur um Holgun zu treffen. Der Prophet! Keine Chance. Ja, Tag auch! Begonnen, die Flucht, was? Nur ihr könnt mich sehen. Kommt, wir müssen reden. Okay, überredet. Da seid ihr ja in Sevda. Wir müssen sofort reden. Hallo, Prophet! Hört gut zu. Ich habe eine sichere Zuflucht gefunden, von der aus wir unser weiteres Vorgehen planen können. Ihr müsst mich dort treffen. Wo ist diese sichere Zuflucht? Als ich erwachte, war die Luft voll bitterer Asche und den Klängen der Zwietracht. Ich bin in Morrowind, der Heimat der Dunkelelfen, in einer Stadt namens Davons Wacht. Die Zuflucht ist eine Ruine in den Klippen westlich der Stadt. Ich wollte gerade sagen, wir sind doch schon in Davons Wacht, oder nicht? Ja, genau. Ja, deswegen, weil er meinte von wegen, ich bin also, in Morrowind. Ja, das, wir reden doch gerade mit... Morrowind ist das ganze Gebiet, wo wir uns hier, ne, das ist alles Morrowind. Ja, eben, so. Und in einer Stadt namens Davons Wacht befindet er sich. Ja, also ich hätte jetzt gedacht, dass wir jetzt in Davons Wacht sind. Aber, okay, ist ein alter Mann, ist okay. Ich werde euch... Okay. Ich glaube, das, wo wir hier jetzt vorstehen, das ist Davons Wacht. Ja, eben, davon bin ich jetzt auch ausgegangen. Also, ne, diese etwas größere Stadt. Ja, ich werde euch dort treffen. Oh, das war's. Hä? Wo bist du? Hier, ich bin nur einmal um den Brunnen gerannt. Oh Gott. Erschreckt mich doch nicht so. Mann. So. Ja, also hier, das hier sind die Mauern von Davons Wacht. Ja, okay. Gut. So, ich will noch mit... wo wird denn hier was angezeigt? Wahrscheinlich in Davons Wacht, ne? Ja. So, einmal nochmal hier. Guck mal, hier kannst du dir dann auch irgendwann Reittiere kaufen. Oh, da freue ich mich jetzt schon drauf. Wie ein kleines Mädchen. Ja. Ja! Oh Gott! Boah, hab ich mich jetzt erschreckt, weil hier so eine scheiß Spinne war. Oh Gott, ich hab die gar nicht erkannt. Oh, scheiße, ey. Ach, hab ich mich erschreckt. Oh Gott. Oh. Oh. Oh, und weitere. Fackelkäfer? Doch, da. Ich frage mich, wie viel... Bald kannst du wirklich so ein Fackelkäfer-Kostüm basteln. Ja. So, ich mache hier gerade noch ein bisschen Spinnen. Hier oben ist noch eine größere. Ja, hier sind noch ganz viele kleine. Wow. Okay. Krabbler. Spinnenei. Ich habe so das Gefühl, hier waren so viele kleine Spinnen, dass da irgendwo eine Fette gewesen wäre. Aber war gar nicht. So, wo bist du? Ah, da bist du. Hi. Ach, guck mal, hier ist noch ein Runenstein, falls du den ansammeln möchtest. Oh, ja, klar. Why not? Das mache ich selbstverständlich. Vor allem, ich habe von diesen viereckigen gar nicht so viele. Beziehungsweise genau jetzt ein. noch eine Spinne. Und noch eine.
Vor allem, was kann man denn mit diesem Krabbler? Krabbler ist wahrscheinlich auch wieder fürs Fischen so, gedacht. So Innereien-Zeug zum Angeln. Okay. So, ich würde aber ganz gerne noch einmal mit Holgun sprechen, bevor wir hier... Ja, dann machen wir das doch. Irgendwo muss er doch jetzt mal hier sein, oder? Genau, ja. Hier sollte er sein, der Holgun! Kommt ihr aus Balforien? Bringt ihr Neuigkeiten? Wir haben den Angriff des Bündnisses dort zurück... Wir haben den Angriff des Bündnisses dort zurückgeschlagen. Haben die Signalfeuer funktioniert? Ja, Soldat. Ich danke euch. Wir werden dem Bündnis einen guten Kampf liefern. Ohne eure Warnung wäre Davons Wacht in ihren Händen. Fühlt sich gut an, eine Stadt zu retten, oder? Ja, fühlt sich sehr gut an, eine Stadt gerettet zu haben. Davons Wacht wird vom Bündnis angegriffen. Diese Teufel haben den nördlichen Bezirk bombardiert. Jetzt sind sie an Land und bereiten sich auf den Angriff vor. Ich brauche jede starke Hand für die bevorstehende Schlacht. Ich stehe an eurer Seite. Holgun! Dann werdet ihr dort sein, wo ihr gebraucht werdet. Großmeister Tanval Induril befindet sich im Moment in einem Anwesen im Norden der Stadt. Er hat einen klugen Plan, aber er benötigt Hilfe. Los geht's! Folgt mir oder trefft mich dort. Folgt mir oder treffen wir ihn dort? Ich würde sagen, wir treffen ihn dort. Dann können wir uns hier noch ein bisschen umgucken. Ja, würde ich auch so sagen. Was steht denn hier noch alles? Ich habe noch einiges zu tun. Ich begleite euch. Ich bin bereit, sobald ihr es seid. Was könnt ihr mir über Davons Wacht erzählen? Das würde ich mir nämlich ganz gerne noch anhören. Über Davons Wacht erzählen? Dieser Hafen ist der wichtigste Zugang nach Steinfälle. Deshalb greifen diese Bastarde vom Bündnis auch an. Sie wollen die Stadt einnehmen, aber das werden wir nicht zulassen. Die Nords sind hier, um den Pakt zu verteidigen. Oh, okay, ich dachte jetzt erzählt er mir noch, wer weiß, was Schönes. Okay, ich habe noch einiges zu tun. Wir treffen uns dort. Ihr findet das Anwesen an der nördlichen Stadtmauer. Ich werde mit Tanval dort sein. Okay, lebt wohl. So, haben wir denn hier? Ich gucke nur mal eben ganz kurz. Also hier ist doch jetzt ein großer Marktplatz, bei dem wir doch jetzt bestimmt auch dann Sachen verkaufen können und so, ne? Na, ja, auf jeden Fall. Genau, weil das werden wir dann jetzt gleich dann kurz erledigen, bevor wir die neue Aufnahme starten, damit wir jetzt ein wenig die ganze Händlerkramerei und so... Seit wann hast du denn diesen Helm auf? Schon länger. Es war der einzige Helm, den ich hatte. Schade. Stimmt, weil mir fällt jetzt erst auf, dass deine Frisur weg ist. Ja, deine und schöne die Frisur gar nicht mehr. Deine schöne Frisur. Vor allem, ich habe mich doch mit diesem Helm an deine Frisur angepasst, damit wir immer wissen, dass wir zusammengehören und jetzt sowas. Oh, warte ehrlich. Mal. Moment. Ich bin zutiefst enttäuscht. Ja, oh, jetzt dreht er sich nochmal um. Neun. Ja, komm schon. Komm schon. Komm. Hey. Irgendwo kann man, glaube ich, auch anklicken, dass der Helm nicht angezeigt wird, aber... Nein, ist schon okay. Oh, wir sind eins. Wir verschmelzen in... So. Bitte. Warte, das Gute ist, wenn wir... Ich weiß ja nicht, ob es bei dir so ähnlich aussieht, aber wenn ich mich richtig hinstelle, dann können wir nämlich jetzt... gleichzeitig in beide Richtungen angreifen. Boah. ich fühl mich so... Ich helf dir einen Scheißdreck. Obwohl, der geht sogar, ne? Der geht tatsächlich. Toll, Errungenschaft freigeschaltet. Mörder. Du wirst direkt wieder angegriffen, oder was? Pass auf, hinter dir! Nein, du... Ich kann die Packwache leider nicht töten. Ja, ich auch nicht. Na toll. Ja, ich kann nicht mehr abhauen. Ich dreh du nicht. Bleib hier, ich muss mir das angucken. Nein! Boah, die sind aber echt ich glaube, ich kann dich nicht wirklich wiederbeleben. Ja, ist egal. Oh, wir haben den Wegschrein hier noch nicht entdeckt, ne? Nein, haben wir noch nicht. Ja, oh, ich bin ja gleich mal wieder da. Ja, nein, doch. Doch, was? Da haben wir uns schon. Oh,
Das Gesetz hat euch befangen, verlangt, was ihm zusteht. Oh oh. Bezahlt eure Strafe oder erduldet die Konsequenzen. Ach, ja, hier sind 9 Gold, was ich gestohlen... hier. Ja, ja, 9 Gold bezahlen. Noch ein zufriedener Kunde. Hurra. Okay, ich wurde nämlich gerade darauf angesprochen, dass ich was geklaut hätte. Und ich habe ihm dann lieber schnell Geld gegeben. Was? Okay, das war jetzt... So, ich bin gleich wieder da. Ja, ja, ist doch vollkommen in Ordnung. Das war jetzt sehr... das war wieder so bescheuert. Was soll das? Wieso greifst du die denn an, die Paktwache? Also, war ja schön und gut, dass die nicht so stark war. Nur die dahinter war ein bisschen stärker. Die dahinter, stärker. Ja, ja. Ach Gott, irgendwann schon... Achso, boah, ich wollte jetzt sagen, jetzt steht da schon wieder einer hinter mir und sagt, du hast geklaut, gib mir Geld. Ach, toll. Macht das Spaß. Es macht wirklich Spaß. Okay, auf gut. Jeden Fall. Ach, ja, hat jetzt die Folge... Du hast unnötig die Folge in die Länge gezogen, Junge. Verdammt. Unnötig. Unnötig. Naja, gut. Wir bedanken uns auf jeden Fall beim Zuschauen der heutigen Folge von The Elder Scrolls Online Tamriel Unlimited mit eurem Gabor Asaro und dem lieben Talos Rea. Und ja, da musst du mir erzählen, wie der Name richtig ausgesprochen wird. Aber das erst in der nächsten Folge beim Let's Play von, ja, genau, Tesotu. Tesotu. Ja, alles klar, dann sagen wir bis dahin. Tschö, tschö. Auf Wiedersehen. Bis dahin. Und ciao. Bye, bye.